Und was ich echt schade finde, ist, dass es kein Nee. Das geht ja hier rein. Obwohl, kann ich... Hier kann ich auch nichts reinladen. Sonst... doch Ratsche. Falsch. Du. Boing. Wenn wir jetzt hier nur noch Extract Only machen, geht das dann schneller? Hi. Ach ja, danke für den Follow vorhin. Da war ich gerade noch auf der Arbeit. Oder kann ich da noch ein Stack-Upgrade reinhauen? Obwohl, was brauche ich für Dragon? Bräuchte Dragon's Breast. Okay. Nee, wir spielen auf dem Server. Ist ein Twitch-YouTuber-Projekt-Ding für kleine Leute. Genau. Hallo. Naja, aber hier ist ja genügend Platz drin, dass das erstmal alles weggebunkert wird. Da müsstest du mal mit René JFK sprechen. Ja, zum Glück bin ich 1,80 Meter. Nee, da müsstest du, wie gesagt, mit René JFK sprechen. Der ist Admin. YouTube, Twitter, Instagram, Twitch. Also so wie hier geschrieben, findest du den auch. Aber ja, ich weiß nicht, ob da überhaupt noch Plätze frei sind. Weil das läuft jetzt schon ein paar Wochen. Eine Woche so.
Da sagst du was. Das ist eine sehr gute Idee, würde ich sagen. Ich glaube, ich hole mir auch mal eben fixen Kaffee. Also machen wir eben Kaffeepause. Und damit die Kaffee dürfen hier den Sniffern zugeguckt werden. Also bis gleich. So, ich habe einen Kaffee. So.
So, machen wir hier ein bisschen was mit den Bienen. Berettet. Erstmal, dann erweitern wir das hier. Iron Furnace, das Argument will ich noch einsetzen. Boom. Nice. Da.
Wollen wir mit Genetik anfangen? Ich. Productive. Genindexe brauche ich und Butler. Habe ich Butler? Wieso habe ich 55k? Ups, da habe ich was vergessen. Honey. Okay, super. Hi, ist dein Internet mal wieder crap oder was? Oh. Das tut mir echt leid. Ich habe extra mittlerweile den Stream auf 936 gestellt. Damit sowas eigentlich nicht mehr passiert. Habe ich einen Loop gebaut? Ich habe einen Loop gebaut. Oh, nice. Da muss ich auch mal wieder hin. Ja, ich habe einen Loop gebaut. Jetzt weiß ich, warum ich das ausgeschaltet habe. Okay, Loop-Vermeidung. Thank you.
Aber Optimus Prime ist schon geil. Ja, nice. Der sieht mega aus. Cool. Cool, funktioniert. Das ist ein bisschen fies. Wenn ich irgendwann mal wirklich sehr viel Scheißegal-Geld über hab, wollte ich mir auch was kaufen. Na, das ist ein bisschen übertrieben. Ah, wo haben wir es denn hier? Seams? War das Science Fiction? Das? Ah, ich finde den gerade nicht. Ich weiß nicht, ob sie den rausgenommen haben. Das wäre echt schade. Ich selbst habe aktuell kein Lego. Ich habe das alles meinem Neffen geschenkt. Ah, es war Modbricks. Moment, war das der? Ja, das ist die Seite. Da haben Kollegen von mir schon bestellt. Und ich will entweder den oder wo haben wir ihn? Das ist einfach so abartig riesig. Ja, okay, die haben den nicht mehr, aber also zwei Sachen würde ich mir holen. Entweder den der ist 1,31 Meter groß ich sehe aus wie Bumblebee
Eher weniger. Entweder den oder... Den hier, weil der auch noch eine Base hat, die man geil wegstellen kann. Aber der ist ein bisschen klein, finde ich. Aber den finde ich geil. Dann schön irgendwo im Hintergrund aufbauen. Da halt... Den hier. Bei dem finde ich, der sieht auch geil aus. Ja, aber bei wenn du den über Lego kaufst und nicht über andere Klemmbausteine, zahlst du 700 Euro dafür. Das ist viel zu teuer. Ja. Das ist, finde ich, ein bisschen sehr teuer. Oh. Ja, aber da hast du halt nur irgendwie 200 Teile drin, ne? Und den von Mold King, da hast du 5000 Teile drin. 7500 Teile. Für die Hälfte des Preises, ne? Und das ist halt das, was einfach so schade ist. So.
Und was ist das? Das ist auch mega. Den Preis finde ich ein bisschen hardcore, aber das Teil bei sich im Regal irgendwie stehen zu haben. Kann man halt mal machen, ne? Oh, okay, ich dachte, du kriegst für den Preis wirklich nur die Fassade. Wie hieß der andere hier noch? Activator, nicht Dropper und... Dropper. Wie hieß der andere? Hier nicht rum. So. Ja, also da besteht kein Zweifel. Wenn das Innenleben ordentlich gemacht ist, dann auf jeden Fall. Aber ich habe so viel von Lego gesehen, dass du wo die einfach random irgendwelche Bauteile fürs Innenleben genommen haben. Und das fand ich ein bisschen schade. Wo du dann so einen coolen Gegenstand hast und dann ist da drinnen alles voll mit grünen Bausteinen. Die
ganz alten Filme habe ich gesehen, aber die neuen noch nicht. Ein Dispenser. Boah, Alter. Oh. Also Babybienen funktionieren nicht. Passen die an die Schuhe? Ja, okay, ja doch. Ich habe mir nämlich eben gerade erst die hier angeguckt. Und da dachte ich, hä? Ah, ja, das ist sehr schlau, sowas zu machen. Ich finde das so cool, dass beim Creator-Programm von Lego kannst du ja auch deinen eigenen Kram herstellen. Und wenn es richtig gut läuft, kann es sein, dass Lego das dann übernimmt. Aber alles andere, was Lego macht, finde ich nicht cool. Außerhalb von ihrem Lego-Kram, so. Ist das der von Super Mario?
Oh ja. Der ist cool. Uff, aber der Preis. Das ist wirklich uff. Ja, habe ich gerade gesehen. Also das finde ich genial umgesetzt. Da ist nur die Frage, ob sie dann da alles vollgekloppt haben mit... wie heißt das gleich noch? Mit ihren grünen Blöcken. Muss man mal gucken, ne? Lego ist bekannt dafür, dass die alles vollstopfen mit grünen Bauklötzen.
Ja, Standard-Lego-Move und jetzt wartest du 8 Wochen auf das Teil. Und musst vorher erstmal nachweisen, dass es nicht geliefert worden ist. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ja, dann viel Erfolg beim Suchen. Ich drück dir die Daumen.
Nice, aber trotzdem, dass du sowas extra suchen musst, ist ja auch echt an sich schade. Was? Palps. So, jetzt wird's kompliziert. Create, create, extract, create, insert. Ja, das ist zwischendurch, wenn ich so fokussiert auf die Sachen hier bin, das ist, ja, schlimm. Und ja, dafür entschuldige ich mich. So. So. Wie gehen wir vor? Hier machen wir ein Item Create, Create, Extract, damit wir die Gene bekommen. Und packen den hier, Create, Insert. Okay, das haben wir geschafft. Butler kriegt... Item Create, Create... Extract. Nehmen wir Glas. Oh.
Destruct. Create. Insert. Destruct. Stack. Dann müsste das jetzt hier voll sein. Ja. Yeah. Nice. Ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Egal, da fahren wir Spuren. Ich will Spaß am Spiel haben, aber wenn man auch mit den Leuten sich unterhalten kann, finde ich das gut, aber es darf mich jetzt nicht einschränken, sage ich jetzt mal, ne? So sehe ich das. Create, insert. Extract. Oh nee, das, wenn ich da hardcore fokussiert bin, weil ich hier gegen einen Gegner kämpfe, dann finde ich das besser, auch als Zuschauer. Ich mag das zwischenzeitlich auch nicht, wenn die Leute dann wirklich so hardcore auf das Spiel, nicht hardcore auf das Spiel gehen, sondern wirklich der Chat dann alles vorschreibt und. Also Ideen einbringen finde ich super. Backseat Gaming finde ich nicht so geil. Aber ja. Also solange das so eine schöne Balance ist, finde ich das super. Also. Satt hier rein.